Cali Santos. Das ist die Karate Santos 100. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, was geht ab? Ein neues Video auf Mahans Kanal, Gucci Potter wieder am Start und wie ihr wisst, wir müssen jeden einzelnen Teil von Anfang bis Ende begleiten, uns jeden Teil reinziehen und anscheinend, ich weiß nicht, ob es schon der Fall ist, haben wir den letzten Teil erreicht, ist der letzte Hawk Hawks zerstört, wir wissen es nicht, aber Mahan, ein neues Video, Gucci Potter killt mit 10.000 Euro Outfit, wie viel ist dein Outfit wert? Was geht ab Leute, mein Name ist Mahan, zu einem neuen Video. Machen ganz wilde Frisur heute. Was geht da ab? Von mir heute auf Ananas angelehnt. Ja, Ananas ist der Squad anscheinend. Auf meinem Kanal. Ja, Leute. Bro, was mit Zopf? Nice, Mann. Ich habe einen Zopf hier gerade am Start. Das ist gerade nur provisorisch. Aus dem Grund, weil ich gerade einfach nicht weiß, wo mein Haar. Okay, einfach mal Zopf machen, oder? Also Zopf, Freunde. Wer Zopf trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dachte ich, meine Haare sind jetzt lang genug, dass ich die hier mit so... Für alle, die den Sarkasmus nicht verstanden haben, einfach mal ältere Videos von mir schauen. Zopf befestige, aber darum geht's heute nicht, aber... Mit dem H&M Flex Pullover am Start. Wie gesagt, Leute, ist nur provisorisch. In den nächsten Videos wird natürlich wieder hier der Mittelscheitel-Haircut rausgehauen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Heute haben wir natürlich mal wieder zum Start des Jahres, sage ich mal, eine Special. Wie viel ist dein Outfit-Folge? Balenciaga-Jacke wild, passt dem Mann perfekt. Und zwar mit Gucci Potter, Leute. Ich habe drauf... Freunde, Gucci Potter am Start, was geht? Geachtet, dass dieses Video unter den Corona-Maßnahmen gedreht wurde. Natürlich. Ich will mal erstmal sagen, wir gehen jetzt zu meinem Outfit, auch wenn das eine ungewohnte Situation bestimmt vor euch ist hier mit dem Zopf. Ja, ich bin komplett abgelenkt, Bro. Ihr könnt ja mal gerne straight in die Kommentare schreiben, ob der Zopf bleiben soll oder nicht. Na, Bro, ein bisschen Haare noch wachsen lassen, dann geht's. Ich gehe mal erstmal hier auf meine Schuhe ein. Hier. Also, pff. Wir haben die Stussy Air Force am Start, die habe ich ja auch. In schwarz auf jeden Fall ein nicer Schuh. Ich bin aber irgendwie kein Fan von dieser Jeans. Ich weiß nicht, ob mir die einfach zu hell ist jetzt bei diesem Outfit, aber irgendwie gefällt die mir nicht. Stussy Air Force. Stussy, man kennt's. Schwarzen Colorway. Hat mich 170 Euro gekostet im Resell. Glück gehabt, Mann. 130 Euro. 170, ich habe 350 bezahlt. Kostet im Retail ein schwarzer Air Force, Leute. Ist nicht so jedermanns Sache, ich weiß. Doch, doch, doch. Der hat hinten nochmal so ein Metallpatch. Also da weiß man schon, wofür man so viel bezahlt. Aber ich fühle den Schuh einfach und ich dachte mir, ich kaufe den mir auch straight. Ja, ja, was why not? Cool an für den Preis, Bro. Dieser Schuh ist halt das Material. Aber cropped. Wir wissen, die Jacke ist cropped, aber Material. Mit dem Hoodie in der Kombi. Das Material ist auf jeden Fall sehr krass. Die Quali ist gut. Das sieht alles so gestickt aus und ich finde diesen. Es sieht gestickt aus. Stil cool. Die Hose ist von Represent. Es ist so die. Ah, die Baggy Pants. Habe ich auch schon mal probiert. Diese Baggy Hose in Klammern. Baggy Hose von Represent. Die kostet so um den Dreh 200 Euro. Der Pullover hier ist von H&M. Den hatte ich mal vorgestellt. Wie der Ton sich auf einmal verändert, wenn das Labello-Mikro so weit weg ist. Den Pullover hat H&M rausgebracht, damit man den selbst designt. Das Tag. Ja, und was hast du gemacht damit? Hinten ist frei, damit man seine eigene Brand mag. Da hat er einfach das Iced Out M von der Mahan-Chain drauf gemacht. Draufschreiben. Ich dachte mir, als cleaner Hoodie geht das auf jeden Fall gut durch. Ja, die Bändel sind halt einfach eine Katastrophe. Also das schaut... Pff. Die Quali ist auf jeden Fall okay und das hat mich, glaube ich, 30 oder 25 Euro gekostet. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, weil ich den am Black Friday gekauft habe und Rabatt bekommen habe. Ja, und jetzt kommen wir hier zu der Jacke. Eine sehr umstrittene Jacke, wie ich finde. Es ist die Balenciaga Puffer Jacket. Die kostet Retail 1890 Euro. Auf Farfetch zumindest. Die Farbe, diesen Colorway gibt es gar nicht mehr online zu kaufen. Ich richte mich hier auch gerade auch nur nach den Colorways von dieser Art von Jacke, die gerade verfügbar sind. Hier der Endbetrag von meinem Outfit, Leute, ihr wisst Bescheid. 2400 Euro. Ich würde mal sagen, wir talken nicht so viel rum. Checkt mich auf Instagram ab, Leute. Dort kommen momentan viele Infos, die viele Zuschauer... Mahan-Perser, wir wissen Bescheid. ...wahrscheinlich nicht verpassen wollen, wie zum Beispiel die Teilnahme
Outfit Battle. Ja, haben wir bereits abgecheckt. Übrigens, Freunde, ich habe einen Reaction-Kanal, Maxatrillion, unten in der Infobox verlinkt. Da gibt es 2 Reactions daily. Und da ist, glaube ich, auch schon die Reaction auf sein Outfit Battle. Sehr, sehr nices Format, by the way. Also nicht schlecht machen. Props. Format, was jetzt auch am Sonntag online kommen wird, um in Zukunft solche Informationen nicht zu verpassen, abonniert mich auf jeden Fall. So viel zu, wir talken nicht lange rum. Auf Instagram, Leute, damit ihr immer up to date bleibt. Denke mal, wir haben jetzt genug getalkt und gehen jetzt rüber zu den 10. Was geht ab, Professor? Was geht, ich bin Julian. Servus, Julian. Julian, du. Julian, bam. Du bist gerade zu mir gekommen, hast Bock mit zu. Stone Island Jacke am Start. Ich feiere halt nicht, wenn wirklich so einzelne kleine Kammern am Start sind. Machen wir mal ein Video. Genau, ja. Nice. Was läuft so bei dir? Was machst du heute hier? Ich, wir sind aus Neumünster. Okay. Hatten Bock hierher. Mal schauen, was hier geht. Ja. Okay, cool. Ja, Bro, dann hau mal raus. Was ist dein Outfit wert? Was soll ich anschauen? Schuhen. Einmal Schuhen. Okay, Balenciaga. Triple S trägt man anscheinend auch noch. Ich habe die für 450 bekommen. Okay, Triple S. Genau, die Hose, ich weiß nicht, 35. Alle Corona-Maßnahmen wurden hier natürlich eingehalten, Freunde. Euro. In London, Los Angeles, New York, Tokio, überall. Okay, von welcher Marke ist das? Von Boho, man, ist nichts Besonderes. Ah, Boho. Genau, Ralph Lauren, ich weiß nicht, zahl mal für 50, 60. Ja, kann man machen, schöne Zip-Jacke, aber... Kurzer Spoiler, Freunde. M&M Zip-Hoodie wird, ja, ich will jetzt nicht sagen alles zerreißen, aber ich würde sagen alles zerreißen im Jahr 2021. So, normal. Darunter habe ich Versace T-Shirt. Oh shit. Okay. Jack and Jones Ware. Versace-Shirt. Aus dem Outlet für 60 bekommen. Okay. Gucci-Gürtel, Leon wäre stolz. Die Kette habe ich zu Weihnachten bekommen für 200 Euro ungefähr. 200 Euro. Genau. Ja. Nicht mein Fall. Modeschmuck auch am Start. Jacke ist cool. Dankeschön. Eastpak mit den OG-Vibes am Start. Sehr nice. Die habe ich geschenkt bekommen. Die Jacke habe ich auch für 450 Euro bekommen. Okay. Ja. Auch bei euch im Outlet? Nee, nicht aus dem Outlet. Okay. Die ist echt cool. Vielen Dank. Dein Ring? Dein Ring ist 30 Euro. 30er. Genau. Normal, entspannt. Okay, cool. Hier dein Betrag. Bro, wer bist du? Ich bin 17. 1,250. 17, okay, genau. Krass. Digga, der Schuh sieht in 44 so groß aus. Wie nervös der ganze Kaugummi kauft. Digga. Ja. Einmal den Größenunterschied. Hier mein Schuh, Air Force One. Welchen Größenunterschied? Ja, okay. One? Hey, Bro, das ist krass. Ja, Mann. Ist der nicht irgendwie schwer irgendwie bei denen, oder? Ja, ist auf jeden Fall. Der ist extrem schwer. Unfassbar schwer. Hätte ich nie gedacht. Ist das nicht komisch so? Nee, geht eigentlich. Geht eigentlich, okay. Ja, cool, Digga. Steht dir, muss man sagen. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Willst du irgendwas in die Kamera sagen? Ich bedanke mich, dass ich hier... Hallo. Hier sein durfte. Ich bin im Video. Was geht ab, Roberto? Das ist der Kumpel von Gucci Potter, der auch dieses Wie viel ist dein Outfit wert Video mit Gucci Potter gemacht hat. Da steht Jaded, von dem her würde ich sagen, das ist eine Jaded London Hose. Ich glaube nicht, aber ich glaube nicht. Was geht, Bro? Ich bin Young Sabri. Young Sabri, ja, auch hier. Das erste Mal. Balenciaga Hoodie, jo. In diesem Jahr. Safari Bag von Dior, Moncler Jacke. Meine Videoformat dabei. So, wie oft denkst du, wirst du in diesem Jahr... Mahan verwendet in seinen Stories auf Mahan-Perser immer diesen Babushka-Filter, wo er quasi dann irgendwie so sein Kopftuch aufhat und halt wie diese klassische Babushka aussieht. Und in dem Video braucht er einfach den Filter gar nicht mehr. Bombe, Mahan, Next Level erreicht. Allgemein hier drin sein? Weiß ich ehrlich nicht, Digga. Ich hoffe ein paar Mal noch oder so. Okay. Mann, safe nur dahingestellt, weil sein Outfit perfekt zu diesem Hintergrund matcht. Ja, Digga, das muss dein Outfit ja irgendwie bestimmen, ne? Du musst ja überzeugen, Alter. Ich würde mal sagen, neues Jahr, neues Glück. Fangen wir bei deinen Schuhen an. Der hat einfach ein Shirt über dem Hoodie an, damit er einen Balenciaga-Hoodie hat. Deswegen ist das so dieses Ding, Shirt über Hoodies anziehen. So tun, als hätte man den Hoodie davon. Irgendwie so. Ich würde mal sagen, neues Jahr, neues Glück. Fangen wir bei deinen Schuhen an. Schuhe Off-White UNCs liegen preislich gerade. Haben wir ja schon öfter gesehen bei ihm. Bei 2200, würde ich sagen. Ich habe die aber für 1,5 gekauft gehabt. Hatte ich mal, glaube ich, in einem Video auch ja, schon mal stimmt, an. Ja, stimmt. Kann ich da hat auch Justin drauf reagiert. Das ist ein kranker. Wichtig, das zu erwähnen. Das Schuh. Ein sehr, sehr kranker Schuh. Danke, Bro. Ich habe auch auf euch gehört, habe weiße Laces reingemacht. Aber yes,
wurden kritisiert ein bisschen. Normal, aber es sieht echt so besser aus. Viel cleaner. Ja, clean halt, ne? Digga, was ist das für eine Hose? Mann, schon wieder ganz gefährlich an der Grenze mit seiner Schutzmaske. Hose, Digga. Das, so kennt man ihn. Eine Hose von Jaden London, die hat... Die habe ich noch nie gesehen. Irgendwie 80 Euro. Aber so eine klassische Skateboardplatzhose. So am Skaterplatz immer so hat es dort ausgesehen. Und einfach eine Hose davon. Kostet. Okay. Da hat einer direkt, er hat sich gedacht, na, der macht den Kreis in der Mitte, vergiss. Ich bin raus mit meinem X. Ich geb auf. Das ist mal das Besondere, also, keine Palm Angels Hose, ja, diesmal. Safe. Also es ist auf jeden Fall eine coole Hose, muss ich sagen. Es sieht zwar so wirklich so aus, als hättest du eine einfache Hose gekauft. Ja. Es sieht so aus, als hättest du die angekriegt selbst. Oh Mann, mit seinem Topf schon wieder. Auf jeden Fall. Aber das es hat so einen halt coolen Look. Nice aus. Es hat auf jeden Fall einen coolen Look. Was bezahlen wir für diese? 80 Euro. Also 80 nicht Euro. Viel. Ich werde den Young Sabri ein bisschen skippen. Ich hoffe, er wird es mir verzeihen, aber das Outfit haben wir schon mal gesehen. Wir wollen den Gucci sehen. Vor 2 Jahren oder so gekauft. Normal. Jetzt geht's los. Eigentlich egal. Freunde, wir haben übrigens den Endgegner von Gucci Potter gefunden. Kommt heute am Reaction-Kanal. Der Endgegner von Gucci Potter. Ohne Spaß. Jetzt wirklich das Pendant, das böse Pendant zu Gucci Potter haben wir am Reaction-Kanal gefunden. Schaut unbedingt rein. Ja, okay, ey, cool, dass du mitgemacht hast. Bro, wie geht's denn? Ah, mit der Palm Angels, mit dem Palm Angels Schutz, Mund-Nasen-Schutz da am Start. Bisschen Haare geschnitten. Was hat sich noch verändert? Na, die Hose genauso wack wie sonst auch immer. Chill Sender Shirt oder was geht ab? Alles gut? Mir geht's super und dir? Wie bist du ins neue Jahr? Fangen wir lieber von neu an. Ja, Mann, wird fix das Schneiden. Bist du ins neue Jahr gekommen? Ganz normal. Ja. Ganz normal. Ich bin auch extrem gut im neuen Jahr gekommen. Ich hab einfach meine Sachen gemacht. Und du? Ja, ich auch gut. Was macht er? Er macht einfach seine Sachen. Ich hab einfach meine Sachen gemacht. Und du? Was? Was sagst du? Normal. Ja. Ganz normal. Ich hab einfach meine Sachen gemacht. Und du? Ja, ich auch gut. Ein bisschen rumgeknallert. Ja, ein bisschen rumgeknallert mit seinen Experelliamus-Sprüchen. Hat Spaß gemacht. Wo hast du rumgeknallt? Bei mir zu Hause, auf der Range ein bisschen. Auf der Range? Ja. Also, ja, draußen. Draußen, okay. Draußen im Muggelland. Ich bin mal jetzt gespannt. Ich habe dich ja gerade eben noch hinter der Kamera gefragt. Ja. Was sind denn deine... Hinter der Kamera? Neujahrsvorsätze, das wird mich ja mal... Boah, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Oha. Gerade interessieren. Meine Neujahrsvorsätze sind auf jeden Fall Fashion, Ziele zu setzen. Chick McNuck, Zaladat, den Insider-Check in Österreich. Dass ich mich entwickle, also neuen Style ein bisschen. Entwickle, er will sich entwickeln, also neue Zaubersprüche, den Elbenstab von dem Endgegner am Reaction-Kanal stehlen. Und auch auf jeden Fall ein bisschen in der Persönlichkeit ein bisschen mehr Wissen aneignen, neue Bücher lesen. Neue Bücher lesen, die Bücher der Zauberkünste. Lesen. Super, das ist doch ein guter Anfang. Also ich will mal sehen jetzt, was du hier am Start hast. Also ich muss auf jeden Fall straight sagen, deine Schuhe gefallen mir schon wieder. Ja, super. Wirklich? Schlussfolgerung, fangen wir bei deinen Schuhen an. Also die Schuhe, das sind Nike-Schuhe, das sind... Ausnahmsweise mal nicht scheiße. Wirklich. Also keine Ahnung, was er mit der Zunge gemacht hat. Wahrscheinlich hat die irgendwie diese Schlangensprache, wie heißt sie schnell? Parsley, Paisley ist ein Muster. Aber ihr wisst schon. Puzzle ist es. Jordans, ja. Jordan 1er, das sind die Satin Black Toes. Auf jeden Fall schöne Schuhe. Bequem, offen getragen. Bequem. Die haben, ich glaube, Resale liegt jetzt momentan bei 500. Retail ist aber knapp 200. Retails? Man kennt's. Euro. Okay. Ja. Cocktails, Retails, alles am Start. Okay. Krass. Also, sieht man auch nicht alle Tage bei einem Gucci Potter, ne? Ja. Hast du eigentlich einen neuen Namen oder willst du. Na, warum auch? Bist du eigentlich noch zufrieden mit dem Namen, so Gucci Potter? Brudi, der kommt von mir, wie soll er nicht zufrieden sein? Gucci Potter ist halt nice, weil so 2 Keywords ist leicht zu merken. Sagst Gucci Potter, jeder sagt so, nicht jeder sagt A. Welches kreative Genie hat sich diesen Namen anfallen lassen? Aber das vergisst du einfach nicht. Ich meine, Harry Potter, Gucci. Harry, so heißt er. Props gehen ja raus an Maximilian. Ja, richtig, Max. Der hat dich ja so getauft, ne? Ja, wirklich.
Entschuldigung, aber ich heiße Maxa. Ja. So. Maxa, sympathisch, cooler Typ. Das würde ich bestreiten. Extrem abgehoben. Jetzt, wo die Modemarke so gut läuft, habe ich meine moralischen Werte vergessen und bin extrem abgehoben und arrogant geworden. Ja, Bro, also dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter bei deinen Jeans. Ja, die Jeans, was glaubst du denn? Zara oder was? Schaut so aus, aber na, nicht mal Zara macht mir so Kackhosen mit diesem schwarzen Stoff unter dem Rip-Ding. Also da du... Aber safe sau teuer, also D-Squared oder so. Das ist ein schwieriges Thema bei dir, aber es sieht... Es ist halt so... Bro, was machst du? Sitzt du beim Gynäkologen oder? Haro oder ist es Amiri? Ja, das ist eine Amiri X Hanna Brother Kylo. Ja, die hat mir 1000... Ehrenbrother Kylo. 80 Euro, also... 1080 Euro? Ernsthaft? 1080 Euro? Ich hab dafür knapp... Oder Nickel. Ich hab 500 gezahlt, ein bisschen mehr. Okay. 50% reduziert von 1080 Euro. 540. Okay, okay. Den Namen so. Freunde, das erste Mal, dass ich eine Matheaufgabe richtig gelöst habe. So habe ich noch nie gehört. Ja. Hast du da irgendwie ein Foto oder sowas, wo man das sehen kann? Nein. Ah, Bro, das wird schon stimmen, wenn er das sagt. Hast du nicht? Okay. Mhm. Muss ich mal googeln, ob das überhaupt existiert. Nein, ja. Stimmt schon. Der Junge hier kann uns ja auf den Arm nehmen gerade. Na, das passt schon. Richtig. Sonst hätte er schon längst einen Verwirrungszauber ausgesprochen. Mit dem Namen, ne? Ja, ja, also hat die wirklich aber 1800 gekostet? Nicht 1800, ich meine 1080 Euro. 1080? Ja. Mann, auch sein Mathe-Chef wie ich. Okay. Also, Englisch-Boss und Mathe-Boss. Normalen Amiri-Preis. Okay, immer okay. Noch trotzdem arschteuer. 1080 Euro und, ja. Und Digga, hätte sie auf was die versprecht für 1080 Euro? Ich muss sagen, ja, die ist auf jeden Fall sehr bequem, hat gut Stretch, 16% Stretch, okay. Guter Jeansstoff und ja. Und ist sehr bequem und hält warm. Bequem. Auch Hermine hat 60% Stretch, aber das weiß er leider nicht, sondern nur Ron. Ja. dein Shirt. Sag mal, hier noch der Gürtel. Ah. Ich finde, es gibt ja so manche YouTuber, die tragen immer wieder so einen Gucci-Gürtel. Kennst du bestimmt. Na, sagt man gar nichts. Finde ich persönlich ausgelutscht. Daher dieses Mal ein Fendi-Gürtel. Ah, ja, mit einer schönen Intimrasur im Fokus. Okay. Ist ein Wendegürtel, hat mir, glaube ich, knapp 400. Das heißt, man kann die F umdrehen, schaut es genauso aus wie vorher. Hat gekostet 380. Ja. Okay, okay, sind wir auch nicht alle Tage so Fendi-Gürtel. Ja. Ich finde, das ist auch so eine Variante vom Fendi-Gürtel, ja. Die noch so, sag ich mal, sehr schlicht. Und das Shirt, ja, Jill Sander, eine sehr tolle Marke, finde ich. Auch, kommt ja auch aus Hamburg. Das gleiche hat auch Shindy oder dasselbe, ich ja, weiß ey, nicht. Ja, ey, das Shirt ist geil. Ja. Das Shirt ist geil. Hast vor du allem, das hast du es nicht schon mal an? So einem extrem kreativ auch. Video von mir. So einfach den Namen im Blockbuchstaben auf ein Shirt drucken, auf das musst du mal kommen. Weiß ich gar nicht. Also könnte es ist sein. Auf jeden Fall ein cooles Shirt. Ist echt cool. Und mal davon abgesehen, guck mal, bis wohin die geht. Boah, wild, wild. Das ist Größe S. Das verdeckt sogar den Zauberstab, wenn man möchte. Also okay, das ist wirklich oversized. Krass, krass. Ja. Okay. Ja. Okay. So die Moncler-Jacke. Die Moncler-Jacke, das ist eine Moncler-Jacke, ja. Ohne abnehmbare Kappe. Aber wenn wir jetzt wirklich kurz die Amiri-Jeans wegnehmen oder einfach sagen, ja, Dings. Skinny Jeans sind wieder modern, ist es kein schlechtes Outfit. Also von dem her, eins von den besseren Outfits von Gucci Potter, wie ich finde. Kapuze? Ja. Oh, aber wie das Modell weiß, weiß ich gar nicht. Wie das Modell weiß, weiß ich auch nicht. Die für 895 Euro gekauft von 995. 10%. Ich finde auch dieses Bändchen da unten sehr schön, das wirklich top produziert wurde, so gar nicht abgerissen oder so. Rabatt. Bisschen okay. Mehr. Okay. Ja, also ich muss sagen, es ist deine Maske hier, ne? Die Palm. Ja, Palm Angels, na klar. Angels-Maske, wie du es auch gerne aussprichst. Richtig. Ne? Palm Angels, eine sehr, sehr schöne Maske, hält auch gut warm, gerade zur kalten Jahreszeit jetzt. Hat mir 60 Euro gekostet. 60 Euro, okay, ja. Okay, okay. Ja, ich würde mal sagen, hier der Endbetrag. Und so, ja, Uhr. Stimmt. Ja, aber die Uhr, die Cartier Santos, bitte nicht vergessen. Cartier Santos. Das ist die Karate Santos 100. Die Karate Santos. Man kennt's. Hat mir 6.000 gekostet. Kommt eine neue Uhr. Ich bin jetzt, glaube ich, bestimmt zu oft jetzt bei dir gesehen. Ja, schon dreimal, glaube ich. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Alles nach drei, too much. Muss ich mal schauen. Ich irgendwann safe noch eine.
aber momentan erstmal Pause. Ja, ich habe ja 2 Uhr. Bro, das war Spaß, Mann. Digga. Das ist eine kranke Uhr. Gucci Potter killt mit 10.000 Euro Outfit, sind nur 9.225 Euro. Guess, was ich in den Titel schreiben werde. Ich muss aber sagen, Max hat eine geile AP jetzt. Ja, die sieht lecker aus. Safe. Na, die ist fake. Safe. Ja. Ich finde dein Outfit gut. Ja, super. Ich finde dein Outfit gut. Es ist dein Typ, diese etwas engeren Jeanshosen. Aber probier es doch mal mit einer etwas weiteren Jeanshose aus, wenn du Jordan 1er trägst, weißt du? Ja. So, ich glaube, dann würde das so. Mann, auf einmal ärgster Fashion-Berater. Noch mal ein bisschen cooler aussehen. Ja, also ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich bin der Meinung, das Outfit ist halt heute mal nicht schlecht, ne? Wow. Also startest du hier direkt schon mal mit einem guten Outfit ins neue Jahr. Richtig, wie gesagt, einer meiner ganzen... Ja, startet mal mit einem korrekten Outfit ins neue Jahr. Vorsätze von den ganzen 3 Stück. Ich muss eine Sache sagen, was ich vergessen habe beim letzten Video anzusprechen, ne? Wie kannst du dir das leisten? Das fällt mir... Quidditch, Bro, er hat schon so oft gesagt. Also gerade spontan, einfach ich habe gerade also diese Klatsche vor Augen, die du bekommst. Oh, das war so ein Legendenvideo, auch auf dem Maxitrillion-Kanal zu finden. Was, ne? Hat aber super weggesteckt, ganz ehrlich. Stecke mal ein gegen den Typen. Das war Ohr. Das ist auch ein Foul. Ja, ohne Witz, das macht übel Spaß, Mann. Applaus für den Vater. Digga, was kam dir in den Kopf in dem Moment, wo du gesagt hast, ey, ich stehe voll auf diese Klatsche, oder wo du gesagt hast, das macht richtig Spaß. Ja, und zwar, ja, ich habe gesagt, einfach provozieren, raushauen. Und die Sache ist halt die, ich bin ein Mann, ein Wort, definitiv. Ich wusste gar nicht, was für Videos laufen. Da hat er aber recht. Der steht schon zu dem, was er sagt. So wie ich ihn kennengelernt habe. Ich mache diese Comedy-Videos, kenne ich. Ich habe gesagt, ich mache mit. Alle meine Freunde, Sabri auch, alle haben gesagt, Leon, mach es nicht, spinnst du, guck dir den Typen an, das Dreifache von dir. Ich habe gesagt, Leute, ich habe mein Wort gegeben, ein Mann, ein Wort und ja, einfach durchziehen. Also ich muss auch an der Stelle sagen, die Leute, die ihn dafür jetzt irgendwie haten sollten, so geht mal ihr mit so einem Typen in so eine Situation rein und lasst euch... Lieber nicht, Leute, lieber nicht. Mal schellen, so, weißt du. Also an der Stelle... Respekt von mir aus, so viel dafür verdient, muss man sagen. Danke. Weil die Schelle hat echt gesessen. Das muss man sagen. Ja, Bro, dann freuen wir das auf jeden Fall. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen? Ja, folgt mir auf Instagram und... Leon_Moldenhauer. Den Mahan auf jeden Fall. _Perser. Ja, war mal wieder mir eine Ehre, hat wieder Spaß gemacht auf jeden Fall. Heute haben wir mal den sympathischen Gucci Potter am Start. Safe. Heute war er wirklich gar nicht mal so kacke wie sonst, oder? Findet ihr den sympathischen Gucci Potter? Das Ding ist, Freunde, müsst ihr wissen, ich habe ja ihm den Namen gegeben und er polarisiert auf seine eigene Art und findet halt heraus, was triggert die Leute am meisten und womit erreiche ich die meiste Aufmerksamkeit. So, und er hat halt gecheckt, wenn er halt jetzt mal unabsichtlich einen Namen falsch ausgesprochen hat, haben ihn halt alle gehatet und jetzt hat er halt im letzten Video versucht, alle Namen falsch auszusprechen und versucht halt so mehr Reichweite zu schaffen. Aber heute macht er es mal auf die sympathischere Art und Weise. Er schreibt mich ja nach den Videos, die er so macht, immer wieder an, nachdem er meine Videos gesehen hat und meint so, ah, wie soll ich das und das machen? Und ich verdiene nichts an dem, also um das nur festzuhalten, aber ich... gebe ihm halt schon meine Meinung mit. Was meint ihr? Gucci Potter, ja, aber auf die sympathische Art und Weise oder lieber den Meme Gucci Potter? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Freitag wieder mit einem weiteren Video. Vielleicht mit einem Unboxing, Freunde. 6 PM, Louis Vuitton Tasche und weitere Cops am Freitag am Start. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Das war's von mir, euer Maximilian.